Hallo bei der Sims Vita Gates Challenge. Letzte Folge war der Geburtstag von Lee und Jessie. Und heute wollte ich deswegen das Haus ein bisschen umbauen. Die beiden sind ja jetzt junge Erwachsene und George ist eben noch relativ klein. Er wird zwar eigentlich, glaube ich, heute oder am nächsten Tag auch schon Teenager, aber wir haben ein bisschen Geld angespart. Ich habe unser Obst und Gemüse und die übrigen Frösche verkauft. Und da dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit und baue ein bisschen an. Ich hoffe, wir können uns das jetzt schon leisten. Eigentlich war das so auch schon vorher geplant. Wir schauen mal, wie das so klappt. Ich möchte das hier so haben. Es ist ja dann immer relativ teuer, das hier zu benutzen. Das werde ich aber trotzdem tun. So. Jetzt haben wir schon nur noch 1000 Simoleons weniger. Dann würde ich das hier nämlich gerne zu Jessies und Lees Zimmer machen. Und da kann denn George bleiben. Ich denke, ich werde das hier zu einem ganz, ganz kleinen Flur nur machen. Da brauchen wir dann auch nochmal Wand. So dürfte das eigentlich sogar passen. Ach, Moment. Ja, jetzt müssen wir da noch Georges Bilder irgendwie abhängen. Ich sehe auch gerade, die Kühe sind unglaublich hungrig. Das muss ich gleich sofort noch machen. Es ist ja noch Nacht eigentlich. Ich habe jetzt hier nochmal Tag eingestellt zum Umbauen. Unten haben wir auch schon eine Tür. Dann hätte ich gerne hier oben die gleiche. So, oh, zwei brauchen wir davon, aber ist das teuer? Komm. Okay, ich habe Move Objects nicht on. Moment, wo machen wir denn hier dann alles hin? Ich fange mal mit den Betten an. So, Lee und Jessie haben dann hier ihr Zimmer. Das hier war Lees Bild. Das kann er auch gerne weiterhin da hängen haben. Das hier war einer der Fische, die die beiden gefangen haben. Und George kann dann hier rüberziehen mit seinem Bett. Na, hallo? So, da war's doch. So. Genau. So irgendwie. Dann kann er da seine Malerecke dran haben oder eigentlich auch hier kann er seine Bilder genauso aufhängen. So. Was hatten wir dann noch? Das. Das. Und das war auch von Lee, glaube ich. Ich muss da nochmal gucken, was ich da dann finde. So. So, ist das doch ganz nett. Dann kriegt er hier die Tapete noch weiter. Okay, wir haben tatsächlich noch ein bisschen Geld übrig, aber ich brauche jetzt auch erstmal die Türen. Die nehme ich von hier. Und, genau, da eine. Und da eine. Das müsste eigentlich gehen, wenn man dann hier hochkommt. Ich brauche dann hier ein Fenster drin. So, genau, wenn man dann hochkommt, hat man rechts und links eine Tür. Ist halt ein Mini-Mini-Flur. Was machen wir denn da für eine Wand? Ich weiß nicht, es könnte... Das finde ich ein bisschen krass, aber es könnte einfach so eine Holzvertäfelung sein. Irgendwas nicht so teures. Sowas hier. Ist das schön? Wie sieht denn das überhaupt aus? Moment, ich muss mal kurz hier draußen gucken. Ja, sowas. Na. Oder irgendwas. So. Das ist doch gut. Das kann dann hier in den Flur. Okay.
Ja. Eine Lampe wäre da auch nicht so schlecht. Also ich habe jetzt, naja, doch eine Lampe wäre da gut. Und die beiden kriegen natürlich auch eine Lampe ins Zimmer. Auch wenn es nur eine ist. Ein Fenster brauchen die aber auch noch und George auch. Für George das Fenster wäre ja ganz gut am Maltisch. Da. Und die beiden können das hier so in der Mitte haben. Das ist echt wenig, ne? Eigentlich wäre es. Warte mal, ist das teurer? 35. Kann ich nicht mehr. Nee, habe ich noch nicht. 50, oh ja. Fuck. Das ist tatsächlich teurer. Ich hatte oben jetzt günstige genommen. Naja, dann nehmen wir das eben zweimal und dann sieht das Haus auch irgendwie gleichmäßig aus. Ich weiß nicht so. Das kommt dann aber dahin. Und dann brauchen wir noch eine Tapete für die beiden. Und da ist noch ein kleines Bild. So, das ist doch ganz schön. Dann hat er hier eigentlich ein ziemlich großes Zimmer für sich alleine. Gut, dann brauchen wir für die Jungs noch eine Tapete oder so. Unten, die haben ja so eine Kompletttapete. Hier oben. Was machen wir denn damit? Ich weiß nicht, das ist auch ein ziemlich großes Zimmer, oder? Vielleicht sowas Gestreiftes. Gibt es das auch mit. Das gibt es nur so. Aber gestreift wäre doch vielleicht ganz. Nee. Doch hier sowas. Grün vielleicht. Ich hätte ja trotzdem vielleicht so einfach. Das ist ein bisschen kahl, oder? Also mir scheint das etwas kahl. Was gibt's noch mit Braun? Braun? Das sieht gar nicht so schön aus. Vielleicht mache ich erstmal den Fußboden. Da hätte ich natürlich wieder gerne den. Ich glaube, ich mache den so rum. Wenn er hier auch so ist. Okay, dann können wir jetzt nach einer Tapete gucken. Das ist dann vielleicht. Oder doch hier. So, habe ich unten eine mit braunem Absatz? Ja. Es ist ja auch so dunkel in diesem Haus. Ah, hier. Das ist doch was anderes. Ja, das ist mehr grünlich. Das fände ich eigentlich ganz gut. Das ist ziemlich ähnlich mit dem hier, aber es ist eigentlich grün. Das ist halt auch nicht das gleiche hier, aber. Hätten wir mal ein Mädchen bekommen, dann könnten wir auch mal irgendwie rosa nehmen. Ich nehme mal das Grüne hier. Das ist zwar ziemlich ähnlich zu dem, aber. Oder wenn ich jetzt dann hier das so blau mache. Das ist ein bisschen größerer Unterschied, oder? Nee, so finde ich es ganz in Ordnung. Weil er ein grünes Bett hat. Vielleicht mache ich es lieber andersrum. Ich mache das mal andersrum. Ich gebe denen mal blau und er kriegt hier grün. So. Okay. Viel mehr haben wir dann auch gar nicht. Ich könnte. Ja, ich könnte die Staffelei hier reinstellen. Aber ich finde die draußen eigentlich schöner. Und. Das ist ein bisschen zu groß, das Zimmer, oder? Also. Ich hatte eigentlich irgendwie immer noch Sachen, die ich da reinstellen könnte. Was haben die denn noch für Hobbys? Die haben sonst keine Hobbys. Jesse mag Menschen, aber warte mal, wir hatten ja hier noch, genau, das hatte ich nämlich gesehen. Da müssen wir William noch was geben. Ach, guck mal, dann können die auch einen Schreibtisch haben, die Jungs oben. Dann kriegt William jetzt den guten Schreibtisch, weil er ja arbeiten muss. So. Einen Stuhl haben wir jetzt leider nicht übrig. Da muss jemand noch mal einen Stuhl machen. Oder nehmen wir den?
Ich nehme mal einen von hier. Weil... Braucht ja kein Mensch. Und den kann ich dann nach oben stellen. Den kriegen dann hier die Jungs. Warum auch immer. Ich weiß noch nicht, was ich denen für Jobs geben möchte. Oder ob die Jobs bekommen. Und dann hat William hier seinen Arbeitsplatz. Das hier hat er nämlich bekommen für die Business-Karriere. Und das hier hat er auch für die Business-Karriere bekommen. Wir haben hier also einen sehr erfolgreichen kleinen Mann. Genau, und dann... Also das Zimmer mag ich sehr gerne, es ist ziemlich klein. Aber finde ich gut. Das hier ist jetzt ein bisschen groß geworden. Ich glaube, ich gebe dann hier ihm noch so ein Nachttischchen. Ich weiß es auch nicht, also ja... Einfach damit es ein bisschen voller aussieht. Aber ansonsten finde ich das eigentlich voll in Ordnung. Dann wollte ich noch mal gucken, was ich da oben auf dem Dach jetzt mache. Weil das ist ein bisschen dumm. Nee. So vielleicht. Es ist nicht so ganz die Farbe, ne? Es ist halt... Nee. Das ist alles nicht so... Nicht so ganz passend. Nein. Ist halt ein bisschen hell. Ich weiß jetzt nicht. So. Es ist halt blöd. Hab ich denn... So. Ich mach das mal so. Und dann wollte ich ja hier vorne, hatte ich euch ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich hier vorne gerne so eine... so eine Front hätte. Die dann aussieht wie bei so einem Geschäftshaus zwar irgendwie. So. Nee, das ist eigentlich zu viel. So. Sieht ein bisschen blöd aus, oder? Das ist zu lang. Aber so... Was ist mit der kleinen? Ist zu klein. Oder? So, und dann bräuchte das ja auch noch hier das. Mhm. So, sieht ein bisschen blöd aus mit dem Fenster da so weit links. Ich hätte das lieber gerne da. Naja. Sieht okay aus, würde ich mal behaupten. Warte, ich wollte noch gucken hier. Diese wollte ich ein bisschen unauffälliger gestalten. Das geht. So geht es doch, oder? Ist das hier noch weniger? Nö. Das ist irgendwie alles das Gleiche, oder? So, dann wollte ich das so ungefähr haben. Kann man das hier neben noch einfärben? Das weiß ich nicht. So, und das wäre dann das Haus. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier das Dach wegmachen soll. Ja, ich glaube schon. Dann haben wir so ein bisschen mehr ein Stadthaus, würde ich mal sagen. Oder lassen wir es drauf? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube... Ich lasse es erstmal drauf und ihr könnt mir dann gerne sagen, ob es mit oder ohne schöner aussieht. Ich hoffe, es gefällt euch so, wie ich das jetzt gemacht habe. Ja, die Jungs haben jetzt erstmal hier ein eigenes Zimmer. Und das finde ich auch ganz gut, weil er ja doch noch ziemlich viel jünger ist. Ich schicke die dann gleich wieder ins Bett und werde auch mal schauen, ob ich den beiden so ein Mini-Umstyling verpasse, ob ich da so Anpassungen mache wie bei William und Jesse, Louis. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Und dann, ansonsten, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es ist jetzt eine ziemlich kurze Folge, aber ich wollte ja auch nur umbauen. Ich habe auch noch mehr Dinge im Kopf für einen Umbau oder für ein weiter Umbauen.
was ich aber jetzt noch nicht umsetzen möchte, sondern noch mal ein bisschen warten möchte. Und das, ja, seht ihr ja dann auch. Ah genau, die Geige könnte man noch in das Kinderzimmer stellen, jetzt wo da oben sonst keiner mehr gestört werden kann. Der Kleine hat ganz schön viele Hobbys. Also gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann!